Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch über die Xiaomi-Aktie sprechen, über die letzten Entwicklungen bei der Aktie. Die haben ja eine sehr turbulente Zeit hinter sich, warum sie gefallen ist, warum sie wieder steigen könnte und wie die generellen Nachrichten rund um Xiaomi zu interpretieren sind und wie sich das eventuell auf den Kurs ausüben könnte. Natürlich, kleiner Disclaimer vorab, ihr kennt es, das hier ist keine Anlagenberatung. Mit Informationen dürft ihr machen, was ihr wollt. Ja, Xiaomi, für die Leute, die es noch nicht kennen, ist ja ein sehr gehyptes Thema, sage ich mal, in den letzten Monaten auch hier, gerade auf YouTube. In der Aktien-Community ist es ja ein sehr beliebtes Unternehmen. Xiaomi hat sich es eben zur Aufgabe gemacht, eben hochqualitative und leistungsfähige, insbesondere Smartphones herzustellen und dann natürlich sich ein bisschen gegen die großen Giganten zu stellen, Apple und Samsung. Aber nicht mit dem Antrieb zu sagen, wir sind auch ein Premium-Anbieter, sondern eben zu gucken, dass man eben kosteneffizient produziert, kosteneffizient arbeitet und dann eben auch den Endkunden geringere Preise quasi anbieten kann für leistungsfähige Smartphones, die sich eben dann vor den Branchenprimus Samsung, aber auch vor Apple eben nicht verstecken müssen. Und ja, also diese Kombination eben aus ja, niedrigeren Preisen bei einer sehr hohen Qualität, die mit den Flaggschiffen eben von den großen Brands mithalten kann, ist halt Xiaomi sehr stark geworden im Smartphone-Markt. In Europa sehr, sehr beliebt, in Deutschland sehr beliebt, vor allem auch in Europa teilweise, in vielen Ländern wird Samsung sogar schon mal von den Marktanteilen abgelöst von Xiaomi. Also das ist wirklich schon ganz schön im Rollen, das Ding. In Amerika ist es noch nicht ganz so groß, aber das kann ich mir vorstellen, dass da auch noch ein bisschen was kommt. Ja, kommen wir vielleicht mal kurz, dass wir uns direkt mal den Chart anschauen. Das ist jetzt hier der 3-Monats-Chart. Gehen wir auf den 1-Jahres-Chart und sehen natürlich, hier gab es eine schöne Rallye nach oben. Ja. Im letzten Jahr war es im Prinzip so, dass diese Aktie natürlich durch die Markteintritte, durch die gute Technik, die eben wirklich auch zu den Preisen dann an die Endkunden gegeben worden ist, dass die wirklich dann eben gut bewertet worden ist und das auch vollkommen zu Recht, wie ich finde, weil die eben einfach einen guten Job gemacht haben. Und jetzt sehen wir aber natürlich, dass wir hier jetzt einen Knick drin haben. Ja, also jetzt geht es hier eben runter. Wenn man sich den Wochenchart anguckt, wird es auch nochmal deutlicher. Und ja, warum ist jetzt dieser Knick hier drin? Das hat viele Gründe. Zu einem, eine Sache, die schon unter Donald Trump angefangen hat in Amerika. Also Amerika ist hier mal wieder so ein bisschen der Störenfried der ganzen Geschichte. Donald Trump hat damals schon ja die ganzen chinesischen Unternehmen, vor allem Tech-Unternehmen, ja ins Visier genommen und hat eben geguckt, wie man die irgendwie sanktionieren kann. So, und jetzt ist eben das Folgende passiert, dass Xiaomi eben auf der Blacklist Amerika steht. Was bedeutet das? Nun, man darf jetzt in Amerika als Anleger Xiaomi-Aktien nur noch bis Ende des Jahres kaufen und muss die Aktien bis Ende des Jahres alle verkauft haben. Ja, also wirklich im Prinzip ein verbotenen Handelsverbot für Xiaomi-Aktien in Amerika, für amerikanische Aktionäre. Und das klingt jetzt erstmal extrem krass und das erklärt natürlich schon, warum es runtergehen würde. Aber jetzt muss man auch fairerweise sagen, wenn man sich das anguckt, ja, die sind runtergegangen. Hier ist der Allzeitboden, wenn wir uns das 3 Monate angucken, da sind sie aber jetzt nicht. Wäre es so schlimm wirklich und wäre Amerika jetzt der Haupthandelsplatz, ja, an den Börsen für Xiaomi, dann wäre das viel weiter runtergegangen. Warum ist das aber nicht so? Naja, weil die Haupthandelsbörse für Xiaomi ist halt Hongkong, ja, und da ist einfach auch der größte Markt. Und wie gesagt, was ich eben schon am Anfang sagte, Amerika ist gar nicht so stark. Also die Marktanteile von Xiaomi in Amerika sind nicht so groß, da dominieren weiterhin natürlich Apple und Samsung. Und in Europa wäre das schon wieder was anderes, wenn jetzt eben so eine Blacklist, so ein Verbot kommen würde, weil da ist, wie gesagt, der Absatzmarkt wesentlich größer. In Deutschland ist es einer der beliebtesten Smartphone-Marken mittlerweile und wie gesagt, in einigen europäischen Ländern hat es eben auch schon Samsung und Apple überholt. Das heißt also, ja, es ist nicht schön, diese Nachricht, dass eben das auf der Blacklist steht und dass die Amerikaner da ein bisschen blockiert werden, aber es ist jetzt auch nicht ganz so tragisch. Ja, natürlich, Xiaomi gefällt das nicht. Die gehen jetzt auch vor, die haben schon angekündigt, die diversesten Instanzen und Leute in Amerika zu verklagen, ja, Finanzministerin und so weiter. Muss man sehen, wie effektiv das Ganze ist, was da passiert. Am Ende hängt auch vieles eben jetzt an der neuen Biden-Regierung. Und da haben wir aber ein bisschen das Problem, ja, Joe Biden ist wahrscheinlich in einigen Dingen vernünftiger als Donald Trump, aber er ist, was China angeht, genauso knallhart und rigoros. Dem gefällt das nämlich im Prinzip auch nicht, dass die so groß werden, so eine große Wirtschaftsmacht werden und Amerika einfach nur abhängen, weil am Ende ist es das ja. Die merken im Prinzip, wir werden von China abgehängt und versuchen das zu verlangsamen. Meiner Meinung nach werden sie es aber nicht schaffen. Aber das ist eigentlich der ganze Hintergrund, warum die eben diese Knallhartkurse führen.
Und deswegen wird er wahrscheinlich nicht wirklich locker dran gehen. Die Entscheidung allerdings, wie die Sanktionen jetzt ausfallen, ob man den Kurs von Donald Trump genauso weiterführt, der steht noch aus. Genau, wenn wir uns jetzt aber mal angucken, wir haben ja gesehen, okay, es ist jetzt runtergegangen, jetzt fängt sich's aber so ein bisschen wieder. Noch ein Aspekt, warum es eben auch runtergegangen ist, aber nicht so krass. Einerseits kam eben das neue Smartphone raus und das hat Rekordabsätze erzielt. Ja, das waren tolle Umsätze, es wurde noch nie so viel verkauft und das war ein toller Erfolg, aber das hat nicht zu einer totalen großen Kurve nach oben geführt, weil es dort eben einige Berichte auch gab über Probleme mit dem Akku, mit der Hitzeentwicklung und so weiter. Und das ist, wenn wir uns an Samsung erinnern, damals mit dem Note, ist das natürlich immer so eine Sache, die für sehr große Unruhen sorgt und ein Unternehmen echt blöd dastehen lassen kann. War jetzt nicht so schlimm, dass die Dinger explodiert sind, aber es ist wirklich so, dass das immer gerade im Smartphone-Markt, wenn es um Akku geht und sowas und da Schwächen aufgezeigt werden, dann ist es immer ein Indiz dafür, dass eben der Markt sehr vorsichtig ist und gerade auch eben der Kurs, wie wir es hier sehen. Und ja, wenn wir uns jetzt immer überlegen, neues Smartphone rausgebracht, allerdings mit Problemen, ja. In Amerika auf der Blacklist und so weiter. Läuft nicht so gut, könnte man sagen, aber es gab jetzt in den letzten Tagen eben so ein bisschen wieder Aufwind. Ja? Was gab zum Beispiel Aufwind eben für den europäischen Markt, wo Xiaomi ja wie gesagt relativ stark ist? Die planen ja eine neue Europazentrale eben mit weit über 100 Angestellten, die dort eben arbeiten sollen. Und die wird wohl in Düsseldorf in Deutschland gebaut. Dafür hat man sich wohl entschieden, wie jetzt der Geschäftsführer verlauten ließ. Und das ist doch schon mal ganz schön, ist auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland natürlich eine feine Sache. Und ich denke, damit machen sie auch eigentlich keinen großen Fehler. Und was in den letzten Tagen jetzt dann eben noch sehr stark gesorgt hatte für einmal kurz eben einen sehr großen Aufwind, aber dann eben auch schon wieder für einen kleinen Abstieg war, dass die angekündigt hatten, das war ungefähr hier, glaube ich, wann war das? Am 15. war das, glaube ich, oder so. Also irgendwie hier war auf jeden Fall die Ankündigung, dass man sich eventuell im Fahrzeugmarkt, im Automobilmarkt eben tummeln möchte und da beteiligen möchte. Stichwort autonomes Fahren. Da sind ja Apple und sowas sind ja auch dabei, ihre eigenen Autos zu bauen, die dann eben autonom fahren können und so weiter. Und das ist natürlich so ein Zukunftsmarkt, so ein Trendmarkt, dass die Anleger, dass der Börsenmarkt generell darauf immer sehr positiv reagiert. Allerdings hat man dann das ein bisschen relativiert und sagte, ja, okay, sorry, also wir werden uns jetzt nicht direkt so beteiligen, dass wir selber anfangen, Fahrzeuge zu bauen, sondern wir werden da vielleicht schon mitspielen, aber garantiert nicht alleine eben Fahrzeuge produzieren. Und das hat dann eben auch einen kleinen Dämpfer gegeben. Deswegen, ja, die Aktie, die ist nach dieser großen Rallye, die sie eigentlich hinter sich hat, dieser Positivtrend nach oben, ist ja halt jetzt eben ein bisschen abgeschwächt durch Amerika, durch die kleineren Smartphone-Probleme. Aber wie man sieht eben, die sind relativ stabil und die Entwicklungen, die Negativentwicklungen waren jetzt nicht so, dass sie extrem abgestürzt sind. Ich glaube, gerade wenn man sich die Philosophie anguckt des Unternehmens, eben diese Preispolitik zur guten Qualität zu führen, dann ist das schon eine gute Sache und ich glaube, dass das Unternehmen relativ stabil ist. Der Geschäftsführer sagt ja auch, er sieht seine Zukunft gar nicht im Smartphone-Markt. Das ist quasi jetzt so ein bisschen der Entry-Point, um die Marke zu etablieren, um dann noch andere Produkte einerseits natürlich ranzuhängen, aber der Geschäftsführer sagt selber, er sieht eigentlich die Zukunft des Unternehmens eher in der Dienstleistung und in ergänzender Software um die Produkte herum. Ja? Und ich glaube, damit liegt er gar nicht so falsch, weil der Smartphone-Markt braucht im Prinzip nicht immer weitere Produzenten. Selbst wenn Xiaomi hier vielleicht nochmal gute Qualität liefert zu kleinem Preis, muss man das aber auch relativieren und sagen, es ist trotzdem wieder nur ein Smartphone. Und die unterscheiden sich nicht groß. Ja? Natürlich hat man vielleicht noch die größten Unterschiede zwischen einem iOS und einem Android-System, aber grundsätzlich braucht der Markt nicht nochmal irgendwie das gleiche Smartphone von einer anderen Marke. Und ich glaube, damit hat er recht, dass er sagt, es braucht nicht eigentlich noch mehr Smartphones, schon gar nicht noch mehr Hersteller. Und viel Neues kommt ja auch gar nicht mehr. Jetzt kriegt man ja jedes Jahr ein neues Smartphone von den Marken und viel neu sind die ja gar nicht. Das heißt also, die Dienstleistungen und Softwareprodukte ergänzen dazu, darum rumspinnen um diese Produkte, halte ich auch für sehr sinnvoll und ist wahrscheinlich auch die Zukunft des Smartphone-Marktes. Und deswegen denke ich kurzum, ja, die haben jetzt eben eine kleine Talfahrt gehabt, aber ich glaube, das ist absolut kein Problem. Die werden sich gut fangen.
Und gerade durch diese Zukunftsvision, wenn sie jetzt eben alles richtig machen, wenn die Produkte eben weiterhin vernünftig bleiben und weniger Probleme haben, dann wird Xiaomi auf jeden Fall eine gute Zukunft haben. Dann wird es jetzt auch wieder hier auf diese Allzeithochs ansteigen und dann definitiv meiner Meinung nach auch noch weiter nach oben gehen. Deswegen, ich investiere in Xiaomi. Ich finde, es ist ein super Unternehmen mit einer guten Zukunft. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch, das hilft dem Algorithmus und dann sehen wir uns im nächsten Video.